Was für ein imposantes Intro. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Chibi Robo Ziplash. Drücke den A-Knopf, um loszulegen. In dieser Software kommen reale Snacks von Drittanbietern vor. Reale Snacks von Drittanbietern werden bildlich dargestellt. Echt jetzt? Sehr stark. Und die weisen darauf hin. wenn uns ein Snickers oder Mars entgegenfliegt, mal schauen, was die für Lebensmittel da verwendet haben. Wir nehmen natürlich mal Datei 1 und fangen an, das Intro zu spielen. Er ist so süß. Ja, genau. Du machst, glaube ich, gar nichts, oder? Außer mit den bunten Ohren drehen hier. Okay, Aliens klauen unsere Bodenschätze auf der Erde. Oh, und da kommen sie auch schon zu uns. Ey, wehe, die klauen uns das Metall und alles. Okay, die fliegen doch vorbei und doch wieder Richtung Erde. Ja, ich habe das gesehen. Ja! Wir dürfen sie nicht entwischen lassen und müssen die Erde somit retten. Raumstation AD. Und da geht's auch schon los. Ich fliege hier so im Weltall rum und so wird mir erstmal erklärt, was ich wahrscheinlich tun muss. Oh, jetzt wird gleich die Schwerkraft aktiviert. Das heißt, ich fall wohl wumm nach unten. Die deaktiviert, die Schwerkraft deaktiviert, entschuldigt mich. Nein, doch aktiviert, stimmt schon. Schwerkraft, das ist gut, ja. Dann hat man den Halt auf dem Boden. Oh, die Zeit läuft. Schön. Ja, ich hatte ja das Vergnügen, auf der Gamescom dieses Spiel eben anspielen zu dürfen. Und das Tolle... Ja doch, das Tolle ist ja, ich kann ja hier mit meinen... Oh, das konnte ich noch nicht. Okay, ich könnte ja mit meinen... kann mit meinen Stecke hier so sämtliche Moves ausführen. Das finde ich dann ziemlich cool, weil es kann ja so als Peitsche ein bisschen fungieren. Ach, man kann nicht direkt nach oben, also gerade nach oben. Ist doch schon ein bisschen her, als ich das gespielt habe. Ach komm schon, über die Mitte jetzt. Und habe wieder ein bisschen Zeit eingesammelt. Also mein Ziel ist es jetzt, die Erde zu retten. Mit meinen vorhandenen Fähigkeiten. Also der Anfang ist hier noch ein bisschen ereignislos. Okay, was habe ich jetzt bekommen?
Eine rote Kugel habe ich gefunden. Oh, das ist cool. Jetzt kann ich bis zu 25 cm mein Kabel werfen. Also das Feeling, das Spiel zu spielen, macht auf jeden Fall echt mega Spaß. Haben wir denn den Prolog schon geschafft? Dann wäre jetzt eine ziemlich kurze Einführung gewesen. Tatsächlich. Und wir haben eine neue Welt freigeschaltet. Ozeanien. Und voll aufgeladen. Start das neue Abenteuer. Ist das süß. Einfach mal eine Steckdose anstecken. Und das ist mein Chibi-Haus. Oh, ist das putzig. Und da oben sind wohl meine gesammelten Watt. Nee, ja, so ungefähr, die ich bisher gesammelt habe, als Zahl dargestellt. Chibi-PC. Vielleicht ist da schon ein Trank oder sowas drauf. Ach nee, ich kann noch nicht. Ich muss nach draußen. Dann gehen wir raus. Bis bald! Ich frage mich ja auch, was der mitgelieferte Amiibo noch für Funktionen hat. Das wird dann auch noch sehr spannend. Ich habe noch gar nicht ausgepackt. Oh, die Gegend. Das ist wirklich so süß gemacht. So, ich muss hier die Ressourcen der Erde beschützen und mein Bestes geben, den Alien den Arsch versohlen. Bam! Ist das ein Alien? Dann wäre es aber ein ziemlich kleines Alien. Und meine Steckerlänge ist wieder auf 15 cm geschrumpft. Wahrscheinlich muss ich pro Level jeweils immer so eine rote Kugel oder je nachdem, was für Farben es noch geben wird, einsammeln. Oh. Das sind die bösen Aliens. Naja, versteckt euch nur, ich kriege schon irgendwie. Ich weiß bloß noch nicht wie, aber das wird sich hoffentlich herausstellen irgendwann. Vielleicht. Ja. Mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen kämpfen hier. Es ist schön, dass die Zeit immer wieder neu anfängt, aber ich habe erst 10, 20 Sekunden im Spiel gehabt. Geh weg! Was ist das? Ich sammle den Müll ein. Okay. War das wirklich Müll oder kann man damit was tun? Oh, was ist das? Ein Powerchip? Einen Power-Wurf-Chip, um genau zu sein. Jetzt kann ich auch diese starken Blöcke zerstören.
Jetzt muss ich da irgendwie aber wieder hinkommen. Jetzt habe ich eine. Hä? Oder auch nicht? Ah, mit Y. Bam. Und die blaue Kugel. Davon kann man nie genug haben, denn sie macht was? Ach, die ist für den Powerwurf. Okay. Wow. Der Powerwurf, der geht aber jetzt schon ganz schön lange dann. Krass. Und was ist das hier? Auch wieder Müll. Den sammle ich. Nom, nom, nom. Ich will wissen, ob da oben auch was ist. Sieht nicht so aus. Aber wir sind jetzt wieder zurück und können hier jetzt diese Schatztruhe bergen. Krass. Oh, ich habe Schokolade gefunden. Moritz Eiskonfekt, tatsächlich, Leute. Da kommt echt krasse Werbung drin vor und ich krieg da immer so Hunger auf sowas. Das ist echt voll bitter. Das ist nicht kinderfreundlich. Pädagogisch nicht wertvoll. Dieser Laser, der hat schon was. So richtig so. Laser ist nicht. So was Tolles. Und das ist auch cool. Durch Drehen des 3DSs konnte ich jetzt die Tür öffnen und bin nun in der nächsten Ebene. Ach, das ist wieder Müll? Nein. Ach, das ist ein. Ja. Checkpoint. Oh cool, da kann ich mir was kaufen. Brauche ich denn das? Ich kauf's mal vorsichtshalber mal. Man kann ja nie wissen. Achso, oder auch nicht, weil ich habe nicht genügend Chips. Na toll. Wow. Ja, die blauen Kugeln, die sind echt faszinierend. Oh! Da ist ein kleiner von mir. Ein Chippy Knirps. Oh, ist das putzig. Oh, ist das goldig. Oh. Was ist soll fangen? Oh, und ich muss alle erwischen. Und einsammeln. Oh, ist das putzig. Jetzt könnte ich mir so einen Abgrund. Oh. Den kaufen, weil ich genügend Münzen habe. Ich habe den jetzt halt mit. Ich habe den Strom ausgesaugt oder wie? Das ist schon ein bisschen brutal. Nicht Blut gesaugt, sondern ein neuer Powerchip. Da kriegt man echt voll viel mit hier. Ein Abprallchip. Jetzt kann man Powerwurf um die Ecken schießen. Na, das ist ja cool. Oh, cool. Jetzt habe ich mich selbst abgeschossen. Aber was bringt das? Okay, ich habe es kapiert, ne? Ihr auch? Bestimmt. War ja ganz einfach. Was ist denn das für ein Block hier unten?
Der ist so... so gräulich. Aber scheint normal zu sein. Ups. An der Feinjustierung des 3DS gehört noch ein bisschen gefeilt. Oh, das war aber ein schönes Versteck hier. Das hat man sich direkt denken können. Oh, schnell, 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 da kommt der nächste Gegner. Das Problem, wenn man den schießt hier, da muss man auch wieder warten, bis das Ding zurückkommt. Also so wie bei Legend of Zelda auf dem Boomerang. Da kann man währenddessen nichts anderes machen, das ist voll... ja, ich sag mal bitter. Yay! Muss ich da jetzt nochmal hochschießen? Nein. Das war schon, oder? Und jetzt? Einfach mal eine Runde abhängen. An sich. Um die Ecke transportieren lassen. Oh, okay. Ach, das ist nicht die Zeit, also schon die Zeit, aber auch die Energie, die eben, die ich habe. Wow, der war echt gut. Das kann ich jederzeit wieder machen mit dem Aufladen. Echt cool. Okay, mein Powerwurf ist jetzt schon auf höchster Stufe. Schnell, fangen! Tada! Ah, oh, diese Chibi-Knirpse, die sind echt putzig. Das war sehr schlecht koordiniert von mir. Okay, ich habe gerade herausgefunden, wenn ihr mit dem Steuerkreuz das Ganze macht, das Justieren geht viel einfacher als mit dem Stick. Da habt ihr nicht so viele Probleme dann. Grundkorken, die kann ich gleich für Fallout 4 benutzen. Echt stark. Super, jetzt hatte ich es geschafft, aber ich will nicht. Mist. So. Und dann noch die restlichen kaputt machen und die Münzen sammeln. Was mag ich immer gar nicht, irgendwas liegen zu lassen. Das kann ich nicht. Oh, eine kaputte Tasse. Was da alles reinpasst in seinen Kopf, das ist schon kleiner Wahnsinn. Nee, ich komme da links wahrscheinlich nicht rüber. Müsste ich aber, weil da ist nämlich auch nochmal so ein Knirps. Wie komme ich denn da rüber? Oh mein Gott, ich habe ihn zerstört, oder? Oh mein Gott, ich habe mich. Nein! Ich habe ihn abgeschossen. Oh nein, oh Gott, ich habe ihn echt kaputt gemacht. Nein. Das war jetzt echt gewalttätig, das wollte ich nicht. Ich dachte, es geht, dass ich ihn herholen kann. Hoffentlich kommt er wieder. Oh, das tut mir so leid. Oh mein Gott, ich habe den jetzt... Nein. Hoffentlich kommt er wieder. Oh Gott, das tut mir jetzt echt so leid. Oh, so einfach geht das. Dann hätte ich die Gegner alle gleich auf einmal kaputt machen können. Na ja, gut.
Ach, ich habe das Level geschafft und muss wohl beide also alle drei gleichzeitig treffen. Oh, denke ich mal. Oh nein! Hä? Ich hätte nur das oberste treffen können. Ah. Je nachdem, wie lang eben mein Powerwurf. Okay, nächstes Mal gehe ich gleich aufs Goldene los. Ich hätte echt gedacht, dass ich alle auf einmal irgendwie. Wusste ich nicht. Und ich habe auch nur zwei der goldenen Münzen. Also das Level schreit danach, nochmal gespielt zu werden. Und der eine Knirps, den ich auch leider getroffen habe, das tut mir so leid. Oh. Nee, aber es macht Spaß. Also mit dem habe ich wahrscheinlich noch viel Freude mit dem Spiel. Hab wenigstens alle drei Auszeichnungen bekommen, also kein Item verwendet, nie gestorben. Echt cool. Gut gemacht, Chibi-Robo. Nur nicht locker lassen, es warten bestimmt noch mehr Aliens auf uns, denen wir Beine machen können. Ja, ich habe zwar noch keinen einzigen Alien so wirklich versohlt, weil die immer nur vorbeigeflogen sind. Und ja, mal gucken, was noch drauf kommt, also was auf uns zukommt. Die erste Welt ist auf jeden Fall geschafft. Ein Reiseroulette. Achso, ich muss irgendwann auch noch A drücken. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen. Ja. Was die 1 jetzt genau bedeutet. Ich darf nur ein Feld gehen. Neue Stufe. Hä? Das kapiere ich noch nicht so ganz. Bei einer 3 wäre ich dann zu 4 gekommen. Oder wie? Das Ganze ist ja im Kreis aufgebaut, die Welten. Heißt es dann, dass ich dann durch Zufall, in welche Welt ich komme, dann irgendwie dann so entschieden wird? Ja, wir werden es ja sehen. So, ist jetzt am PC was? Ja, ich kann ihn benutzen. Ach, wie schön. Da steht bestimmt drin, was ich alles machen muss und wie es eigentlich wirklich funktioniert. Alle Welten sind auf jeden Fall aufgezeichnet, Ozeanien, also es gibt 6 Welten. Dann wissen wir schon mal ungefähr, wie lange das Spiel dauert. Und wir haben ein Snack bisher gefunden. Von, oh Gott, oh leck, da gibt es ja wirklich viele, 54. Könnte mir jetzt auch was kaufen. Und dann das Outfit wechseln, oder wie? Outfit Kennziffer. Okay, das Spiel birgt noch einige Fragen, die ich noch nicht beantworten kann. Vielleicht aber schon bald. Ja, ich möchte meinen Müll in den Generator werfen.
Ui, und ich habe irgendwas geschafft. Oder? Habe ich? Ich habe keinen Müll mehr. Okay, ich habe nur geschafft, dass die Wattmenge sich bei dem Generator erhöht hat, aber was genau der da noch birgt, das ist auch noch die große Frage. Ja, schön. Somit haben wir ja schon mal einen ganz guten Einstieg hingelegt, würde ich sagen. Ich sehe auch, Welt 1 könnte ich so einfach antipsen, aber ich könnte das, glaube ich, jetzt nicht spielen, weil ich einfach bei Welt 2 jetzt festhänge. Okay, das System ist noch ein bisschen seltsam, aber wir werden das ja eben noch weiter erforschen. Und ich würde sagen, im nächsten Teil geht es dann weiter mit dem zweiten Level.